Freunde, ihr glaubt nicht, was hier passiert ist mit unserem Platz. Ey, ich muss Holzi anrufen, Holzi muss hochkommen, er muss es sehen. Oh mein Gott, das war's dann mal wieder komplett. Oh Gott, da ist immerhin schon der Holzi. Holzi Bratte. Yo, Bruder, warum fährst du schon? Das ist kein guter Tag, da gibt man sich nicht die Hand an so einem Tag. Das ist kein guter Tag, Alter. Das wirst du jetzt selber sehen. Das ist doch in unserer Kraft. Wir machen den Tag zu einem guten Tag. Ach du Heilige. Okay, es ist echt kein guter Tag. Was ist hier passiert? Sag nicht, das war der Sturm von gestern Abend. Oh mein Gott. Oh Mann. Die ganzen Mühen umsonst, Leute. Was ist da? Schaut euch das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist eigentlich mit meinem Grill? Das Hipse-Grill ist umgefallen. Wie Holzi gerade schon gesagt hat, es war wohl der Sturm. Auseinander. Ey, ihr seht an meiner Friese, mein Toupet fliegt fast weg. Es ist immer noch unnormal windig. Die letzte Nacht war zu wild, Leute. Ey. Hier, Junge, ich komme gar nicht klar, Mann. Der ganze Kackplatz ist verwüstet. Digga, ich hoffe, das Netz hat es wenigstens überstanden. Oder was für ein Netz, Digga? Guck, unseren schönen Rasen an, Alter. Was ist mit dem passiert? Die Hälfte ist weggeflogen. Die ganze Kacke ist weggeflogen. Digga, das hat nicht mal was. Wir haben es angeklebt. Wir haben Backsteine drauf getan. Alles probiert. Selbst das verdammte Tor ist weggeflogen. Ich hab alles probiert. McDonald's auf 5 Euro hat nicht funktioniert. Holzi ist zu wild im Kopf, Digga. Tschüss. Ey, wir waren gerade so gut ja, wie fertig. Ja, hätte ich alles kaputt machen. Jetzt ist es egal. Ich wollte schon immer zerstören hier. Ey, wir hatten ihn gerade so gut wie fertig, Alter. Du musst einfach gelassen sehen. Komm, eigentlich nicht. Wir waren wirklich, wir waren fast durch. Meine Fresse hier. Und nur die Banden, die sind da hinten drin. Die sind nicht weggeflogen. Aber so. Das sieht alles gut aus. Hier Holzis Bar. Die Banden. Ja, mit eurem Namen da. Da steht Hamza. Ja, gut. Ja, gut. Ui. Wenigstens haben die Bande überlebt. Die Banden. Warte, wo ist eigentlich die Bar? Achso, ja, das. Ja, ja, da wäre die Bar gewesen. Also, das müssen wir immer aufbauen, Freunde. Und jetzt müssen wir auch den ganzen Platz hier aufbauen, restaurieren, reparieren, studieren. Analysieren, flambieren, ihr wisst, was ich meine. Ihr merkt selber, wie windig es ist. So, der ist schon oft weggeflogen, dieser Platz. Moin, Digga! Der fliegt weg, Alter. Hebt komplett ab. Lul. Ich habe es jedes Mal geschafft, es zu retten, aber die Nacht, da gab es nichts mehr zu retten dann jetzt. Was ist mit dir? Ich glaube, es ist nichts von der Terrasse geflogen. Weißt du, ich meine, das ist das Gute. Das ist schon mal gut. Obwohl, aber wo ist der Sonnenschirm? Wollte ich gerade sagen. Guck dir den mal an. Was? Der ist fast runtergefallen. What? Der hängt da irgendwie. Oh mein Gott. Der hat gerade mich nochmal bewegt, weil es immer noch so windig ist. Digga, der. Yo! Krank, Alter. Lass den mal lieber schnell nehmen, Alter. Warte mal. Wenn ich den jetzt aufspanne, dann kann ich vielleicht wegfliegen. Boah, Digga, ist überwindig. Ohne Witz. Ohne, wenn ich den loslasse, der geht fliegen. Boah, Junge, da haben wir echt Glück gehabt. Den Scheiß einfach weg. Trinken. Junge. Eusil hat's Gott sei Dank auch überlebt, Bruder. Ich liebe dir. Holzi ist. Blute schon wieder. Gras am Zupfen hier. Oh. Bitte lass da ein Like da, damit ich mir ein Pflaster kaufen kann. Power Opa. Leute, wir haben es hier irgendwie geschafft. Es sieht wieder halbwegs in Ordnung aus. Ja? Aber vielleicht sollten wir jetzt noch das. Ah, oh, Eusil! Nein, vielleicht sollten wir das Netz jetzt noch testen, Mann. Oh no. Wer weiß. Ey, wenn das Netz was abgekommen hat. Dann springst du da runter, oder? Das vielleicht auch. Oh, Junge, holy crap. Es ist kein Spaß hier, es ist kein Spaß. Der ist von alleine aufgegangen. Es ist kein Spaß hier, Leute. Das ist wahrscheinlich gestern Abend auch passiert. Wow! Und das Ding ist, wenn der Wind einmal unter diesen Platz kommt, dann hebt er auch ab. Ja, hebt der Platz auch ab. Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Ja, raus tun einfach wieder. Regenschirm-Waldwurf. Ja, vor Außersehen hätte ich das gelassen. Kein Sinn hier mit Holzis Bar. Tut mir leid, Finlay, Ditti und Costa. Ihr müsst jetzt wieder in die Kammer des Schreckens. Weg mit euch. Aber ihr habt es trotzdem auf die Bar geschafft, auch wenn sie nur ein paar Tage da stehen. Puh, Nachbarn fliegen auch schon weg, Alter. Oh, ey-o, ey-o. Der Platz bewegt sich da ganz. Ja, und jo, tschüss. Junge, was ist das? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, was hier passiert. Selbst meine Haare fliegen weg. Es war vielleicht. Oh Junge! Es war vielleicht nicht
die schlauste Idee, einen Fußballplatz auf der Terrasse zu bauen. Aber es war auch nicht die dümmste. Oh mein Gott, das fliegt weg. Ich habe eine gute Idee. Stark, Holzi. Halt den Platz fest. Ich hab den Platz. Jetzt kann nichts passieren. Bruder, du fliegst auch mit weg, ich sag dir. Ja, du musst mir nur was zu essen und zu trinken später holen. Ich mach das hier für heute. Okay, wir wechseln uns ab. Alle 2 Stunden Schicht wechseln. So anders. Wir bräuchten theoretisch 100 Backsteine. Guck mal, sobald du runtergehst. Digga, guck dir das an. Digga, guck dir das mal an. Genau. Das Netz scheint noch zu halten, aber es weht richtig. Wie lang ist die Frage? Okay, der ultimative Test. Junge, ich hab so Angst hier irgendwie. Alter, dieser ganze Platz bewegt. Junge, die Tür. Alter, hier ist halt. Okay, Bruder. Ja, es kann gut sein, dass der Ball jetzt gleich unten landet, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh. Boah. Da haben wir einmal was gut gebaut. Wir haben es doch geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Und was machen wir überhaupt mit der Eistonne? Die muss weg. Die ist so schmandig geworden. Guck mal hier rein, Alter. Die Tonne muss weg. Als wegen dem Julian, Bruder, wegen dem Julian. Das ist einfach nur ekelhaft. Boah. Aber die ist nicht weggeflogen, ey. Ja, weil die 200 Kilo wiegt, Mann. Ey, yo. Vielleicht muss einfach alles hier auf dem Platz 200 Kilo wiegen. Ja, fangen wir erstmal an mit dir, ne? Ich bin nah dran. Wie es üblich ist. Oh, ich hab meine Cap vergessen. Warte, mach wieder auf. Nein. Schieß 3, Bruder. Oder am 6. Junge, scheißen Dreck. Ja, jedenfalls machen wir uns jetzt wieder auf den Weg ins Bauhaus. Zum 80. Mal, seitdem wir diesen Fußballplatz bauen. Ist nicht normal. Hoffentlich fliegt der bis dahin nicht weg. Ich kann ja sagen, wir sind jetzt erstmal 20 Minuten hier im Aufzug. Ah ja. Entschuldigung. Wir haben einen Fußballplatz auf unserer Terrasse gebaut. Und wir haben jetzt das Problem, dass er bei dem Wetter immer wegweht, weil es so windig ist. Können wir da irgendwas machen? Haben Sie da was da? Sagen Sie gar nichts dazu oder was? Mach bitte eine Beratung. Ich suche so Dinger zum Festmachen. Ich habe auch eben schon mal im Internet geguckt, aber nichts gefunden. Habt ihr da sonst noch irgendwas da? Irgendwie Festmacher oder sowas? Sonst nur so. Hört sich bekloppt am Blumenkübel halt. Vollpacken mit Erde dementsprechend oder Sand halt. Das darf doch nicht wahr sein. Da sind wir einmal im Bauhaus holen, Festmacher holen, ne? Klassisch. Festmacher kennt man ja. Und dann passiert natürlich sowas hier, Leute, es war ja klar. Ja, es sieht nicht ganz so schlimm aus wie letzte Nacht. Das haben wir wieder schnell gemacht. Ja, das ist kein Problem. Kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn es ein bisschen windig ist, der Platz dann verwüstet ist. Ich habe eine gute Idee. Stellen wir einfach überall Blumenkübel auf. Oh, ja, auf jeden Fall, ey. Ganze Platz voll mit Blumenkübeln. Ja, Mann. Ja, Mann. Blumenkübel. Zack. Auch diese hier, Alter, die sind so leicht. Die fliegen auch immer weg. Wow. Nein, Özil. Özil ist runtergefallen. Gehst du gut, Özil? Ja, wieder gut aus. Lass dein Like da für Özil. Maschallah, einfach der hübsche Platz. Was machen wir jetzt? Wir haben trotzdem noch keine Möglichkeit, den zu befestigen, außer mit 1000 Blumenkübeln und Blumenerde. Wir machen einfach den Sonnentanz. Und damit jetzt immer gutes Wetter ist, wird es jetzt nicht mehr regnen und nicht mehr windig sein. Leute, das ist der Sonnentanz. Macht die nach, der nächste Jubel. Dann ist immer gutes Wetter. Da der Wind einfach zu wild ist. Wie zu wild, Bre. Shirt, Leute, das D-Gang-Shirt ist auch zu wild. Link in der Bio. Ja, haben wir uns was gegönnt jetzt im Bauhaus. Zwar keine 1000 Blumenkübel, aber das ist ein Verbotsschild, Leute. Okay. Die Frage ist, was verboten, ey? Ich würde sagen, Eli ist verboten. Wir wissen ja schon, keine Hundekacke auf dem Platz erlaubt. Richtig, was kommt jetzt? Aber jetzt hier auch. Kein Wind. Genau. Kein Wind. Aber hey, wenn das ein Verbotsschild ist und kein Wind verboten ist, dann ist ja Wind erlaubt. Kein Wind. Kein Wind. Jawohl. Die dreifache Verneinung. Kein Wind ist verboten. Kein Wind darf man nicht. Wind, wenn du das liest, Wind, du bist hier nicht erwünscht. Regen hat auch schon unsere Banden zerstört. Wind zerstört Platz, die arbeiten zusammen, Alter, ich sag dir. Da war ja eigentlich, mashallah, die hübsche Anzeigetafel, die hat's auch nicht überlebt. Ja, Anzeigetafel haben wir einfach nicht hinbekommen, Leute, Mann. Was sollen wir tun? Wir schaffen es nicht. Jetzt. So, dass kein Windverbot hängt. Ey, wenn jetzt noch einmal Wind kommt, dann gibt's aber Kasala in dein Arschloch. Okay, wir wollen jetzt versuchen, die Eistonne leer zu machen. Problem ist, die wiegt 200 Kilo. Könnte ein bisschen schwierig werden. Versuch mal hochzuheben. Geht. Digga, der ganze Platz wird noch nass. Oh nein! Mach alles nass. Ja. Oh mein Gott. Als ob du die hochheben kannst, Digga. Oh, yo. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ganze Platz fängt gleich unter Wasser. Was sagst du? Einfach weitermachen. Yalla. Yalla, Habibi. Ja, moin.
Sieht doch gut aus, oder? Oh mein Gott, die kippt. Oh, ja, hat doch super funktioniert. Ja, die ist gut. Ja, die benutzen wir jetzt als Mülltonne. Können wir einfach unseren Müll reinstapeln, ne? Weißt du? Tja, damit ist die Ecke jetzt hier frei. Haben wir wieder Platz auf dem Fußballplatz. Ja. Was soll hier Platz hin, Leute? Auf dem Fußballplatz. Das kommt jetzt weg hier. Die Tonne brauchen wir nicht. Genau, machen wir direkt so. Hier ist ein bisschen schwerer. So, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt ist hier Platz. Schreibt gerne in die Kommentare, was da jetzt hin soll. Ja, ein Pool ist ja schon hier. Ja, geil, dann müssen wir hier in den Sonnenbrand. Es kommen jetzt natürlich auch wieder ein paar von euch auf die Bande, wo auch jetzt auf die Bande kommen. Haha, ihr habt die 20.000 Likes voll gemacht, absolut ehrenvoll. Ehren, deswegen Männer. Hier wieder der gleiche Deal. Bei 20.000 Likes auf dieser Folge kommen wieder 10 von euch auf die Bande oder auf unserem Platz, wo ihr halt hin wollt. Oder vielleicht auf Holzis Ehrenglatze. Nein. Der Erste, der es heute auf die Bande geschafft hat, Trommelwirbel, ist Dani. Grüße gehen raus, Dani. Komm, du kommst direkt hier drauf. Da. Nee. Weil da nie hinschießen, immer ins Tor. Genau, da haben wir auch noch den Yannick. Yannick, das ist, glaube ich, so ein ganz krasser Spieler. Guck mal, wie Mühe ich mir hier gegeben. Heute ist aber auch ein Flieg hier, du, ne? Ich muss auch sagen, dein Sonnentanz hat was bewirkt. Habe ich ja gesagt, das ist nicht nur blödes Gefasel, das stimmt wirklich, Leute. Dann haben wir hier noch einen mit D unter dem Dani. Der David. David, Alter. Ehrenmann. Der hat auch einen Ehrenkommentar rausgehauen. Hier der nächste. Spy fällt von der Leiter und Holzi. Wie geht es denn dem Kleber? Ja, eine berechtigte Frage. Grüße gehen raus an den Loris. Ist natürlich klar, dass du auch auf die Bande willst. Ne? Du bist doch der von Football for Bros, oder? Loris. Jawollo. Zeig mir mal den Loris, Junge. Und der Letzte, der es von mir auf die Bande geschafft hat, ist der Clark. Clark it in, man. Clark. Guck mal, 2 O, 2 links, 2 rechts, 1 Mitte. Zu hot, Leute. Holzi mit seinem Sonnentanz. Alter Schwede. Siehste. Jetzt hätte ich die Eistonne wirklich gebrauchen können, Bruder. Sheesh. Und jetzt ist sie leer. Nächsten, die auf die Banden kommen, die Ehrenleute hier. Noah, weil er genauso stabil ist wie die Bande. Noah, Stabilität, Bruder Noah. Stabilität ist gegeben. Der Noah hat doch auch mal was mit dieser Arche gemacht, ne? Arche Noah. Am Arsch? Lenny! Lenny! Du bist auch da, Lenny! Lenny! Geil! Auf die Bande kommt Michi! Michi! Ihr kommt auch alle auf die Bande, wenn ihr das wollt, Leute. Nur ein bisschen Glück. Michi! Michi, da ist er! Michi! Den Jarak! Jarak! Alles klar, wo willst du denn hin, Rudi? Hab ich auch schon ein paar Mal gehört. Jarak! Geil! Wahrscheinlich so. Ich dachte, das wäre was zu essen, Digga. Als Letztes haben wir jemanden, der kommt hier nicht drauf, okay. Sondern ich möchte gerne auf den Grill. Da ich so ein großes Würstchen habe. Ja, dann wird dein Würstchen aber auch gegrillt, wenn du da zu Besuch bist, ne? Boah, Jörn. Jörn. Geil. Der Ehrenmann, Alter. Ehrenmann Jörn. Mit seinem Würstchen. Das waren wieder 10 Leute hier auf der Bande, die. Boah. Hier steht. Ah, geil. Und da ist auch noch ein bisschen Platz für die nächsten 10 Leute, wa? Direkt mal testen, wie stabil ihr seid, Jungs. Auf den Jarak. Läuft. Das war's dann für heute. Viel erlebt, viel durchgemacht, vor allem der Platz. Zweimal den Platz wieder aufgebaut. Denkt noch dran, wir brauchen was Neues für die Ecke da hinten, wo die Eistonne weg ist. Gerne Vorschläge in die Kommentare. Bei 20.000 Likes kommen die nächsten 10 Namen. Kommentiert auf jeden Fall fleißig, gebt uns Ideen, gebt uns eure Namen für die Banden. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ciao. Au.